Moin Leute und willkommen zurück bei Rome 2. So, haben ja jetzt in der letzten Folge ein paar nervtötende Rebellen oder? Ja, Rebellen hier geschlagen. Und die Gefangenen werden wir sowas von töten. Habt ihr noch weitere Befehle? Kommandant? Ja, und ihr solltet jetzt mal weg da und euch dann auffrischen hier in der Stadt. Jawohl, die werden dann jetzt aufgefrischt. Steht uns ganz schön viel zur Verfügung. RM-Bonus, achso, nur Flotte, ja. Plus. Wir machen mal das hier, weil dann haben die Gegner alle Angst, wenn wir mit der Armee da anrücken. Kommandant! Schneller, ihr Verfluchten! Gurkis waren die. Ich erwarte weitere Befehle. Finde ich lustig. Beeilt euch, Männer! Finde ich sehr lustig. Lustig. Es ist wenig ehrbar, als Zuschauer dazusitzen. Ich bitte euch demütigst, schließt euch dem Kampf an und kostet Ruhm. Alles klar. Eure Generäle sind wie Söhne des Ares. Wir ersuchen euch, sie gegen diese Niederträchtigen auszusetzen. Ach, guck mal, sie greifen noch mal an. Wisst ihr, wie verlieren? Dann spiele ich das doch. Kann nicht sein, dass wir verlieren. Also wirklich, Mensch. Haha, du. So. Wollen wir mal gucken, also die. Was ist das hier? Okay. Die Kampfgruppe ist bereit und erwartet Befehle. Hier auf der Reihe. Aber was soll man machen? Die Kampfgruppe wartet auf euren Befehl. Bis zum letzten Mann. Naja, so mutig sind jetzt Mob nicht, ne? Die Kampfgruppe ist bereit und erwartet Befehle. Kampfgruppe bereit. Ja, wie stellen wir uns auf? Legionärkohorte! Natürlich eine sehr gute Frage. Nächste Frage. General! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Libyer! Wir erwarten eure Befehle! Römer! Stolze Römer! Leben! Wirft jetzt aber mal irgendwo hin, keine Ahnung. Ich muss erst mal sehen, wo der Feind jetzt überhaupt kommt. Die Augen des Senats und ganz Rom sind heute auf uns gerichtet. Wir wollen sie stolz machen, uns als Verteidiger zu haben. Und auch die römischen Götter blicken auf uns herab. Sorgt dafür, dass wir keine Schande über sie bringen. Doppelte Geschwindigkeit! So, wir orientieren uns mal an der Wand so ein bisschen, also dass wir die Wand uns so ein bisschen Deckung gibt, also dieser Tempel hier, oder was das ist, müsste ein Tempel sein. Und dann spulen wir vor und sie kommen von da, alles klar. Das heißt, wir gehen wieder in die normale Geschwindigkeit und gucken uns an, was da kommt. Obliken, Söldner und Kaff, die kommt... In etwa dasselbe. Und von da hinten. Okay. Das bedeutet. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Gegen den hier dahin, gegen die. Und gegen die vielleicht auch. Und die Speerkämpfer kommen da auch hin. Gegen die Kavallerie. Doppelte Geschwindigkeit! Und
gleichzeitig. Wir, dass die Geschwindigkeit von da auch abwehren können. Unsere Front da nicht ganz so stark, aber wenn wir dann da. Oh, sie ziehen ab. Schnell vorrücken! Schnelles Marschieren! Okay. Das ist jetzt interessant. Das heißt, sie versammeln sich wieder da. Kommt sie auch von. Jawohl, sie kommt wieder von da. Das bedeutet, wir müssen nochmal umsortieren. Ihr geht nach dahin. Zwar schnell, wenn es möglich ist. Und du hier gehst da mit rein. Der Mob kann da stehen bleiben. Die Fernkämpfer gehen etwas zurück. Und der General muss dann sehen, dass er hier gegen den anderen General klarkommt. Wer ist 100%ig so ein Spielchen, die werden die ganze Zeit ihre Angriffsrichtung ändern. Oder auch nicht. Mal sehen. Ja. Das war klar. Das war so klar. Für Rom! Schnelles Marschieren! Legionärkohorte! Söhne des Mars! Für die Götter! Eure Befehle! Legionärkohorte! Jupiter, gib uns Kraft! Ja, jetzt kommen sie. Befehle! Domine! Werft mal eine Salve. Geht nicht. Feuert auf den Feind! Schießt! Schnell vorrücken! Wie sind die denn jetzt einfach da durchgekommen? Unser General wird angegriffen! Liebes! Mutige Römer, bis zum letzten Mann! Warum ist unser eigener Kohorte? Das bringt da nicht so viel. Die Römer sind bereit, ihren Einsatz zu tun. Das bedeutet, wir sollen da und da abschießen. Ich erwarte eure Befehle. Verriest! Bis auf die da. Wie geht es? Ah, verdammt. Nahkampfinfanterie! Ober! Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Jupiter, gib uns Kraft. Ich geh jetzt langsam auf die, oder habt ihr gerade keine Lust? Oder habt ihr keine Muni? Doch, ihr habt auch Muni. Warum schießt ihr nicht? Doppelte Geschwindigkeit! Jetzt! Jawohl, jetzt werfen sie. So, jetzt werfen. Hallo? Feuert auf den Feind! Ich dachte, ihr sollt da hinten werfen. Schnelles Marschieren! So, jetzt. Schießt! Kommandant! Könnt ihr jetzt bitte mal werfen? Ja, dann halt nicht. Ach, jetzt? Okay, wo sie direkt hinter meinen Einheiten stehen und jetzt selber. Durchbrecht die Linie! Nordortur! Demokratie! Etion! Wie geht es? Rom ist unser aller Wucher! Jupiter, gib uns Kraft! Schneidet sie ins Stimmungen! Oh, die sind jetzt einfach gut. Liebes! Unabhängige Geschwindigkeit! Warum auch mal, wenn es eigentlich nicht mehr kommt. Ordinem! Bereit! Etium! Schnell vorrücken! Spaß, helfe uns! Der hat keine Boni oder sonst irgendwas. Schade. Ja, das wird der Mob jetzt verlieren, aber gut. Das ist ein Mob. Was willst du von dem erwarten? Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Feuer! Nein, nicht das. Rom ist unser aller Mutter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Hey, voran! Römer! So, jetzt geht das da langsam was wahrscheinlich. Geschosse bereit zum Einsatz! So, unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Da jetzt mal. Das ist ein schändlicher Angriff. Komm es dann von hinten an dir. Schnell! Also, ich verstehe gar nicht.
Jetzt gehst du doch jetzt mal hin. Aber meine Männer sind ja so inkompetent. Das ist ja fröhlich. So. Das dürfte jetzt den Moral nochmal ordentlich schwächen. Nein, die Wanken. Das ist jetzt scheiße. Aber das sollten die erstmal halten und wenn dann meine Schwertkämpfer erstmal da sind, dann. Was ist das für ein Problem? Dann haben wir hier sogar noch einen Sieg rausgeholt. Das ist nicht schlecht. Infanterie zu euren Diensten. Was ist das jetzt noch? Haben wir die jetzt? Das ist der letzte. Okay. Bereit zum Einsatz. Angriff! Führung! Ich will jetzt auch beschützen. Schnell vorrücken! Eure Befehle! Ist es noch bis zur Grenze? Okay, weit. Weit genug. Mutige Römer, bis zum letzten Das war's. Oder auch nicht. Trotzdem. So. Damit hätten wir Syrakus in den Boden getreten. Doch sie haben noch ein bisschen. Ein paar Pikiniere oder was das sind.
Und da ist wieder mein Timer. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.